Wir wollen beginnen mit einem Gebet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, sende aus deinem Geist und alles wird neu geschaffen. Lasst uns beten. Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass wir in demselben Geist auch verträchtig verstehen und seines Trostes und Verletzers freuen dürfen durch denselben Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria. O Maria, du Mutter vom guten Rat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu diesem Vortrag am heutigen Sonntag. Wenn wir in dieser Abhandlung über die Vorgeschichte der neuen Messe sprechen, dann ist es klar, dass ich Ihnen die ganze Thematik nur an einigen Beispielen aufzeigen kann. Selbst in 2 Semester Vorlesung in Zeitzkofen über dieses Thema kann ich nur Beispiele den Seminaristen vor Augen stellen, umso mehr hier während einem Vortrag einer guten Stunde. Dieses Thema der Vorgeschichte der neuen Messe hat für uns nach dem großen Ereignis der Bischofsweihen eine ganz besondere Aktualität gewonnen. Und zwar aus folgendem Grunde. Wir müssen uns angesichts dieser doch so großen Tat des Erzbischofs fragen, was hat ihn eigentlich dazu geführt? Welche sachlichen Anliegen standen im Hintergrund und am Anfang des Weges, der zur Bischofsweihe schließlich geführt hat? Und da gibt es 2 Probleme innerhalb des kirchlichen Lebens, die im Vordergrund stehen. Und das ist einerseits die Entstehung der neuen Messe, die wir unbedingt ablehnen mussten und ablehnen müssen, und zwar nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus Glaubensgründen. Und das 2. Problem, das im Raume stand und steht und immer mehr steht, ist der moderne Ökumenismus. Letzten Endes laufen beide Probleme auf ein einziges zurück, nämlich auf den falschen Ökumenismus. Die Gläubigen in ihrer Mehrzahl gehen nicht zu Konferenzen, nicht zu irgendwelchen Sitzungen und dergleichen, wo ökumenische Ideen vorgetragen und praktiziert werden. Wollte man also den Geist des modernen Ökumenismus in das Volk hineintragen, so musste man ein religiöses Mittel wählen, mit dem das Volk immer wieder konfrontiert wird. Und was bot sich da besser an als die Heilige Messe, wo doch die Gläubigen verpflichtet sind, jeden Sonnenfeiertag das Heilige Messopfer zu besuchen? Der Ökumenismus seinerseits war eindeutig auf den Protestantismus und ist auf den Protestantismus hingeordnet, wobei man unter Preisgabe wichtiger Werte des katholischen Glaubens auf die Protestanten zugehen will, mit dem Ziel offenbar einer Annäherung. Angesichts dieser Tatsache hat man sich schon seit Jahrzehnten darum bemüht, sowohl was den theologischen Hintergrund der Heiligen Messe anging, als auch den Ritus, eine Protestantisierung durchzuführen. Und diese Protestantisierung hat ihren Höhepunkt in der neuen Messe gefunden,
die am Gründonnerstag des Jahres 1969 promulgiert worden ist. Wobei hier eindeutig festgestellt werden muss, dass damit die fortschreitende Tendenz des Abbaus des katholischen Geistesgutes in der Heiligen Liturgie noch nicht beendet war. Denken Sie nur an die Tatsache, dass im Jahre 1973 ein eigenes Direktorium für Kindermessen herausgegeben wurde und für Messfeier in kleinen Gemeinschaften. 1974 wurden dann eigene Kanones veröffentlicht, und zwar zum Thema Versöhnung und auch für Messfeiern mit Kindern, die dann in dieser Ausgabe im Jahre 1986 herausgekommen sind, ja auch in deutscher Sprache. Man versucht dennoch sehr gern, den heiligen Papst Pius X. und auch den heiligen Vater Pius XII. Als Vorläufer der neuen Messe hinzustellen. Beides ist falsch und geradezu eine Verrücktheit. Der heilige Pius X. schreibt in seinem Motu Proprio Trale Solicitudini über die Kirchenmusik vom 22.11.1903, im Lateinischen heißt es Interpastoralis Officii. Es ist in der Tat unser glühendster Wunsch, dass der wahre christliche Geist auf jegliche Weise wieder aufblüht und sich bei allen Gläubigen behauptet. Darum ist es notwendig, vor allem anderen für die Heiligkeit und die Würde des Gotteshauses Sorge zu tragen, wo die Gläubigen sich gerade zu dem Zweck versammeln, um dort diesen Geist in seiner ersten und unersetzlichen Quelle zu schöpfen, das heißt in der tätigen Teilnahme an der Feier der heiligen Geheimnisse und am öffentlichen und feierlichen Gebet der Kirche. Und der Professor Dr. Theodor Maas Ewert, Liturgiewissenschaftler an der Katholischen Universität in Eichstätt, sieht in diesen Worten des heiligen Pius X. einen entscheidenden Anstoß für Pius Parch zu seinem Wirken. Pius Parch wird verstanden als Wegbereiter der neuen Messe. Er ist gestorben am 11. März 1954. Ähnlich sieht der Professor für Liturgiewissenschaft in Wien, Johannes Emminghaus, in seinem Buch Die Messe, diese Worte des heiligen Pius X. als Anstoß für die Worte des Benediktiners Don Lambert Baudouin, gestorben 1960. Dieser Don Lambert Baudouin sagte im Jahre 1909 auf dem Katholikentag in Mechelen: Il faut démocratiser la liturgie. Das Volk muss Anteil haben an der Liturgie. Und auch Johannes Wagner schreibt im liturgischen Jahrbuch, das in Trier erscheint, im Jahre 1961, Papst Pius X. habe ein umfassendes Programm einer liturgischen Gesamtreform entwickelt. Ähnliches sagt auch Pius Parch im März 1948 in seiner Zeitschrift Lebe mit der Kirche. Auch die Absicht, die Rubriken des Breviers und des Missales zu verbessern, die der heilige Pius X. in der Bulle Divino Afflatu vom 1.11.1911 erklärte, und die Einberufung einer entsprechenden Kommission durch den Papst werden so verstanden, zum Beispiel von Emil Josef Lengelin in dem Buch Die neue Ordnung der Eucharistiefeier, 1972 in Münster erschienen.
In der Tat strebte der heilige Papst Pius X. eine Reform an. Aber zur Vertiefung des Verständnisses der heiligen Liturgie und zur Vermehrung der Frömmigkeit unter den Gläubigen, das war sein Anliegen. Der heilige Pius X. pochte stets auf die Reinerhaltung der Lehre. Er setzte für die Reinerhaltung der heiligen Liturgie sehr enge Maßstäbe. Denken Sie nur an sein Motu Proprio, das ich eben erwähnt habe, über die Kirchenmusik. Da sagt er ausdrücklich und klar, dass die heilige Liturgie auf Gott hingeordnet ist. Er spricht ausdrücklich davon, nichts von all dem, was die Würde und Heiligkeit der heiligen Riten störte und so für das Haus des Gebetes und die Majestät Gottes ungeziemend wäre, darf im Heiligtum geschehen. Nichts, was die Frömmigkeit und Andacht der Gläubigen ablenken oder auch nur beeinträchtigen könnte. Eine klare Hinordnung der heiligen Liturgie auf Gott wird hier ausgedrückt. Seine Reformwünsche waren da, aber gingen in eine wesentlich andere Richtung als die Tendenzen in der neuen Messe. Ich möchte Ihnen das durch wenige Textvergleiche noch mehr veranschaulichen. Im Katechismus des heiligen Papstes Pius X. lesen Sie unter der Frage: Was ist also die heilige Messe? Folgende Antwort. Die heilige Messe ist das Opfer des Leibes und des Blutes Jesu Christi, das auf unseren Altären unter den Gestalten des Brotes und des Weines zum Gedächtnis an das Kreuzopfer dargebracht wird. Und als Antwort auf die Frage, ist das Messopfer dasselbe Opfer wie das Kreuzesopfer, antwortet der heilige Papst Pius X. Das Messopfer ist wesentlich dasselbe wie das Kreuzesopfer, weil es dasselbe Jesus Christus ist, der sich am Kreuz geopfert hat und der sich durch die Hände der Priester, seiner Diener auf unseren Altären opfert. Aber hinsichtlich der Art, in der das Messopfer dargebracht wird, ist es vom Kreuzesopfer verschieden, obwohl es mit diesem in innigster und wesentlichster Beziehung steht. Lesen wir im Vergleich dazu aus dem amtlichen römischen Messbuch von 1969 die Definition der heiligen Messe, so finden wir dort anderes. Ich lese sie Ihnen hier aus dem neuen Messbuch vor. In Kapitel 2 der Einführungstexte zu dem Thema Struktur, Elemente und Teile der Eucharistiefeier heißt es in Artikel 7, in der Messe, dem Herrenmahl, wird das Volk Gottes zu einer Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Priesters, der Christus in seinem Tun repräsentiert, zusammengerufen, um die Gedächtnisfeier des Herrn, das eucharistische Opfer, zu begehen. Deshalb gilt für diese Versammlung der Kirche an einem Ort ganz besonders die Verheißung Christi: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In der Messfeier, die das Kreuz auf Christi zu allen Zeiten vergegenwärtigt, ist Christus wirklich gegenwärtig in der Gemeinde, die sich in seinem Namen versammelt, in der Person des Amtsträgers, in seinem Wort, sowie wesenhaft und fortdauernd unter den eucharistischen Gestalten. Auch wenn hier noch vom Opfer die Rede ist, so wird die heilige Messe doch eindeutig als Mahl verstanden, weil von vornherein zwei sich deckende Begriffe vollständig miteinander verbunden werden. In der Messe, dem Herrenmahl. Es hat also die neue Messe theologisch einen ganz neuen Hintergrund bekommen. Auch die Art der Gegenwart Christi wird neu verstanden. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Diese Worte aus dem Evangelium des heiligen Matthäus, die sich auf die geistige Gegenwart Christi beziehen, werden angewendet, um die Art der Gegenwart Christi in der heiligen Messe, im allerheiligsten Altarsakrament zu erklären. Der Priester wird nicht mehr, wie es schon der heilige Apostel Paulus im Hebräerbrief darlegt, als Mittler zwischen den Menschen bei Gott verstanden, sondern als Vorsitzender der Gemeinde. Die Messe ist auch nicht mehr theozentrisch, also auf Gott ausgerichtet, als das höchste Werk der Anbetung. In der Tat, die Heilige Messe ist das höchste Werk der Anbetung Gottes, wo wir ihn im Opfer seines Sohnes anbeten, sondern die Heilige Messe ist das auf das Volk hingeordnet. In der Messe, dem Herrenmahl, wird das Volk zu einer Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Priesters. Selbst der Priester ist auf das Volk hinausgerichtet. Es wäre ein eigener Vortrag über dieses Thema zu halten, um Ihnen dann im Einzelnen die weiteren Inhalte dieser Einführungstexte und des Ritus der neuen Messe darzulegen. Auch Kardinal Lercaro leitet aus den Worten des heiligen Pius X., wo er sagt, dass eben die Gläubigen eine tätige Teilnahme bei der Feier der Geheimnisse haben sollen. Auch er, Kardinal Lercaro, leitet aus diesen Worten des heiligen Pius X. Die Forderung nach einem größeren Einlass der Volkssprache sogar in die Liturgie ab. Obwohl der heilige Papst Pius X. Mit aller Deutlichkeit und Schärfe sowohl auf der lateinischen Kultsprache wie auch auf dem lateinischen gesungenen gregorianischen Choral besteht für das Hochamt. So schreibt Kardinal Lercaro in einem Artikel im liturgischen Jahrbuch aus dem Jahre 1953 auf Seite 174. Da sagt der Kardinal, wenn die Familia Dei in ihren liturgischen Versammlungen das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache wieder direkt und unmittelbar aus dem Munde des Priesters hört, der mit der Autorität ausgestattet ist, es zu verkünden, will es scheinen, dass die aktive Teilnahme der Gemeinde, die doch vom Heiligen Vater gewollt ist, noch vollständiger wäre. Pius X. Hat die Gläubigen zur Teilnahme am eucharistischen Brot und an der Opferliturgie eingeladen und diese Teilnahme hat er erreicht. Der unmittelbare Gebrauch der Volkssprache bei den Lesungen würde auch eine lebendige und wirksame Teilnahme an der Wortliturgie, am Brot des Gotteswortes erlauben. Der heilige Vater Pius XII. Wird ebenso, man muss es sagen, missbraucht, um ihm die Vorbereitung der neuen Messe in den Mund zu legen. Das geschieht sogar durch Papst Paul VI. Und zwar in der apostolischen Konstitution Missale Romanum, mit der am 3. April, dem Donnerstag von 1969, das neue Messbuch eingeführt worden ist. Diese apostolische Konstitution Missale Romanum ist ebenfalls am Anfang des neuen Altarmessbuches abgedruckt. Da schreibt Papst Paul VI. Seit geraumer Zeit hat sich nun aber im christlichen Volk eine liturgische Erneuerung in steigendem Maße entfaltet, die nach einem Wort unseres Vorgängers Pius XII. Als Walten der Vorsehung Gottes gegenüber den Menschen unserer Zeit und als gnadenvolles Wirken des Heiligen Geistes in seiner Kirche anzusehen ist. Diese Erneuerungsbewegung hat weithin deutlich werden lassen, dass die Texte des römischen Messbuches einer Überarbeitung und Erweiterung bedürfen. Einen Anfang machte unser Vorgänger Pius XII. Durch die Neuordnung der Osternacht und der Karwoche, womit er gleichsam den ersten Schritt tat, um das römische Messbuch dem Empfinden unserer Zeit anzupassen. Wenn Sie dazu die Enzyklika über die heilige Liturgie Mediator Dei
von Papst Pius XII. Aus dem Jahre 1947 vergleichen, finden Sie, dass dort der traditionsgemäße katholische Glaubensinhalt über die Heilige Messe erstens ausgedrückt wird und zweitens sogar die Irrtümer, die jetzt in der neuen Messe durchgebrochen sind, die damals schon unter den Theologen sich breit machten, von ihm verurteilt wurden, von Papst Pius XII. Und eben aufgezeigt worden sind. Ich möchte Ihnen das an einigen Beispielen aufzeigen. Der Heilige Vater Pius XII. Besteht zum Beispiel auf der lateinischen Kultsprache. Dann spricht er eindeutig und klar über die Aufgaben der Gläubigen bei der Heiligen Liturgie und ihre Grenzen. Zum Beispiel dahingehend, dass es unmöglich ist, dass die Gläubigen den Priester in der Heiligen Liturgie in irgendeiner Weise ersetzen könnten oder ihm auch nur ähnlich geschaltet wären in ihrer Funktion zum liturgischen Geschehen. Dann sagt der Heilige Vater Pius XII., dass das Wichtigste nicht das äußere Mittun ist, auf das in der neuen Messe so viel Wert gelegt wird, sondern die eigentlich entscheidende Mitfeier besteht in der inneren Teilnahme durch die eigene Selbstdarbringung in Vereinigung mit dem Opfer Jesu Christi. Das sagt der Heilige Vater Pius XII. Zwar können die äußeren Verhältnisse und Umstände, unter denen das christliche Volk am eucharistischen Opfer und an den übrigen liturgischen Handlungen teilnimmt, sehr mannigfaltig und verschieden sein. Deshalb soll man sich aber stets nur umso eifriger dafür einsetzen, dass die Seelen der Teilnehmer sich möglichst eng mit dem göttlichen Erlöser verbinden, damit ihr Leben mit täglich wachsender Heiligkeit erfüllt und die Ehre des himmlischen Vaters täglich mehr gefördert werde. Das hochheilige Opfer des Altares wird mit der Teilnahme am göttlichen Mahl beschlossen. Wie alle wissen, gehört aber nur die Kommunion des Priesters zur Vollständigkeit des Messopfers. Es ist hingegen nicht gefordert, dass auch das Volk zum Tisch des Herrn gehe, wiewohl das höchst wünschenswert ist. Versteht man aber die heilige Messe als Mahl, dann gehört auch dazu, dass man isst. Und in der Folge gehört zur wesentlichen Mitfeier der Gläubigen bei der heiligen Messe auch das Kommunizieren. Pius XII. Will diesem Missverständnis vorbeugen. Dann sagt der Heilige Vater Pius XII. Eindeutig und ausdrücklich in dieser Enzyklika, dass die Heilige Messe als solches kein Mahl ist. Er schreibt da: Es weicht also vom Weg der Wahrheit ab, wer das heilige Opfer nur feiern will, wenn das christliche Volk zum Tisch des Herrn hinzutritt. Noch mehr ist im Irrtum, wer, um es als unbedingte Notwendigkeit hinzustellen, dass die Gläubigen zusammen mit dem Priester das eucharistische Mahl empfangen, arglistig behauptet, es handle sich hier nicht nur um ein Opfer, sondern zugleich um ein Opfer und ein Mahl der brüderlichen Gemeinschaft, und es sei ihm gemeinschaftlich, und es sei die gemeinschaftlich empfangene Kommunion sozusagen der Höhepunkt der ganzen Opferfeier. Man kann sich also im neuen Messbuch nicht darauf hinausreden. In der Definition ist ja auch die Rede vom Opfer. Allein die Tatsache, dass der heiligen Messe als Ganzes der Inhalt des Mahles zugeordnet wird, ist ein Verstoß gegen den Glauben. Auch die Ermahnung der heiligen Konzilienkongregation vom 14. Juli 1941 über die häufige und fromme Teilnahme der Gläubigen am heiligen Messopfer zeigt eindeutig auf, dass die heilige Messe im Wesentlichen Anbetung Gottes ist und die wesentliche Teilnahme in der inneren Selbstdarbringung der Gläubigen besteht. In diesem Zusammenhang ist auch sehr interessant seine Rede zum ersten internationalen pastoralliturgischen Kongress in Assisi im September 1956. Damals verurteilt Papst Pius XII. Auch eine ganze Reihe der Irrtümer, die damals im Hinblick auf die heilige Liturgie
sich bereits breit gemacht hatten. Ebenso ist auch die Haltung von Papst Benedikt dem 15. und Pius dem 11. zu verstehen. Die Päpste bis zum Tode des Heiligen Vaters Pius des 12. haben also mit dem Novus Ordo Missae, mit der neuen Messe, nichts zu tun. Das muss eindeutig festgestellt werden. Im Gegenteil, sie haben sich bestrebt, den entsprechenden Bemühungen zur Vorbereitung des Novus Ordo Missae, soweit sie dazu in der Lage waren, entgegenzuwirken. Wir werden in diesem Vortrag noch sehen, dass zur Zeit des Heiligen Vaters Pius des 12. bereits Dinge geschehen sind, die zu verurteilen sind und denen er nicht mehr Einhalt gebieten konnte. Am Anfang der Forderungen im Hinblick auf die neue Messe stand ein größerer Einlass der Muttersprache in die Heilige Liturgie. Zum Beispiel fordert das Johannes Wagner im liturgischen Jahrbuch 1961. Da gibt es dazu, dass das die erste Forderung war, so muss man sagen. Seit den 20er Jahren gab es aber bereits Experimente anderer Art, die eine tiefgreifende Veränderung im Denken über das Wesen der Heiligen Messe ahnen ließen. Eine große Willkür machte sich bereits damals breit, und das Ziel dieser Experimente waren die Rückkehr zum Altertum mit einer Verachtung des Mittelalters und der Zeit des Tridentinums. Dann war ein sehr großes Anliegen dieser Experimente, die äußere Aktivität der Laien, der Gläubigen, zu fördern und die Liturgie auf das Volk auszurichten. Und später wurde dann die Liturgie zum Hebel des Ökumenismus mit den Protestanten. Diese Liturgiker, die solche Experimente machten, hatten zum Teil echte Anliegen. Aber dadurch, dass sie sich nicht mehr von den damaligen Päpsten leiten ließen, sondern willkürlich ihren Anweisungen entgegenhandelten, mussten sie auf falsche Wege kommen. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel vorlesen. In dem Buch Mit sanfter Zähigkeit, eine Lebensbeschreibung über den Augustinerchorherrn Pius Pausch von Kloster Neuburg, erschienen auch dort im volksliturgischen Apostolat Kloster Neuburg, wird berichtet, wie Pius Pausch eine Deutschlandreise unternommen hat, und zwar im Jahre 1929. Und auf dieser Reise, im Jahre 1929 bereits, kam er auch in der Benediktinerabtei Herstelle vorbei und traf dort den Benediktinerpater Odo Kasel an. Und Pius Pausch war besonders beeindruckt bezüglich des Gottesdienstes dieser Benediktinerinnen vom Opfer- und Kommuniongang. Und da schreibt Pius Pausch selber wortwörtlich: Der Zug schreitet langsam vor, jede Schwester hält in der Hand ihr Tüchlein mit der Hostie, der Zelebrant steht mit einem goldenen Teller vorne in der Mitte, jede Klosterfrau macht eine Verbeugung, der Priester nimmt die Hostie entgegen und legt sie auf den Teller, und zwar kranzförmig, so dass jede Klosterfrau wieder ihre Hostie zurückbekommt. Alles sehr fein rhythmisch, das Ganze wird wie ein Tanz, ein Reigen. Ganz besonders schön ist der Kanon. Der Priester betet langsam den Kanon, die Klosterfrauen beten leise mit. Die Klosterfrauen stehen während des Kanons und auch bei der Wandlung. Wir stecken noch viel zu sehr in der subjektiven Frömmigkeit, sagt Pius Pausch, glauben, unsere Ehrfurcht nur durch Knien ausdrücken zu können, auch die Kommunion stehend, Orgel fast unhörbar, so feine Begleitung des Gesangs. Ich sprach noch viel mit dem Pater über das Mysterium. Sie sehen, welch ein Niedergang bereits damals
Ende der 20er Jahre offenbar geworden ist. Schon in den 20er Jahren gab es zudem die Zelebration zum Volk hin. Auch der deutsche Choral war damals schon gepflegt. Man kannte schon das deutsche Hochamt. Und nach führte man auch die Landessprache in den Ritus ein. Diese letztgenannten Bemühungen fanden vor allem statt durch den Augustinerchorherren Pius Pausch von Kloster Neuburg. Romano Guardini konsekrierte zum Beispiel in Rothenfels am Main eine ganz große Hostie und brach dann davon für die Gläubigen ab. Auch er zelebrierte bereits zum Volke hin. Hinter diesen Experimenten standen Mängel in der Theologie. Und da ist zuerst ein falscher Archäologismus, eine Altertumssucht festzustellen. Man wollte zu urkirchlichen Verhältnissen zurückkehren. Auch dazu möchte ich Ihnen als Beispiel zuerst die apostolische Konstitution von Papst Paul VI. Anführen, mit der er die neue Messe eingeführt hat. Da sagt der Papst: Was den Ordo Missae betrifft, sind die Riten unter Wahrung ihrer Substanz einfacher geworden. Es entfiel, was im Laufe der Zeit verdoppelt oder weniger glücklich eingefügt worden ist, vor allem bei der Bereitung von Brot und Wein sowie bei der Brotbrechung und der Kommunion. Das heißt, er hat abgeschafft, sagt er hier, bezüglich des Offertoriums zum Beispiel, das erwähnt er, was im Laufe der Zeit verdoppelt oder weniger glücklich eingefügt worden ist. Das, was aber weggefallen ist, verkürzt wurde oder durch jüdische Tischgebete in Offertoriumsgebeten ersetzt worden ist, sind genau die Gebete, die den Opfercharakter eindeutig zum Ausdruck bringen. Eine Aufopferung und eine Bitte um Annahme des Opfers ausdrücken. Denken Sie nur an die Gebete zur Darbringung der Hostie und des Kelches, die durch jüdische Tischgebete ersetzt worden sind. Im Jahre 1926 schon ist ein Buch erschienen aus protestantischer Seite. Und zwar von Walter Birnbaum. Er war protestantischer Pastor in Hamburg. Und er schreibt in dem Werk Die katholische liturgische Bewegung, Darstellung und Kritik, dass die liturgische Bewegung vergiftet ist vom Modernismus. Und zwar zum Beispiel wegen der Abwendung vom Mittelalter. Und er greift dann speziell Romano Guardini an. Ein zweiter theologischer Mangel, der schon sehr früh auftritt, ist die Tatsache, dass die heilige Messe als Mahl verstanden wird. Eugen Walter zum Beispiel versteht die heilige Messe als Mahl in seinem Werk Die Eucharistie, das Sakrament der Gemeinschaft. Und auch Romano Guardini versteht die heilige Messe als Mahl. Ich möchte Ihnen da einige Texte aus seinem Werk Versuche über die Gestaltung der heiligen Messe vorlesen. Dieses Werk, 1946 bereits erschienen, ist erschreckend. Da schreibt Romano Guardini zum Beispiel: Bei der Messe wird das Gedächtnis nicht in der Form der Darstellung, sondern der Liturgie gefeiert. Der Gegenstand des Gedenkens wird nicht nachgeahmt, sondern in die symbolischen Formen des Kultes übersetzt. Der tragende Vorgang ist, wie wir noch genauer sehen werden, tatsächlich der des Mahles. Den ersten Teil der Messe bilden Lesungen und Gebete. Sie haben etwa die Stellung, die beim Paschamahl der große Lobgesang und die Erzählung des Hausvaters hatte. Dann werden in der sogenannten Opferung die Gaben, Brot und Becher vorbereitet, in gewisser Beziehung
liegt darin die Zurüstung des heiligen Mahles, wie sie nach dem Bericht der Evangelien Aufgabe der Jünger war. Das heißt, Romano Guardini ordnet das Offertorium nicht auf die heilige Wandlung hin, als Vorheiligung von Brot und Wein im Hinblick auf die wahre Opfergabe Jesus Christus, sondern er ordnet das Offertorium auf die heilige Kommunion hin, als Tischbereitung. Stärker kann man den Mahlcharakter der heiligen Messe nicht mehr ausdrücken. Und deswegen mussten natürlich die alten Offertoriumsgebete später weg und mussten jüdische Tischgebete hingesetzt werden. Darauf folgt der unmittelbare Vollzug der Stiftung Jesu und der Genuss der heiligen Speise, schreibt er weiter. Das heißt also, die Segnung, der Dank und das Mahl. Von heiliger Wandlung keine Rede. Das alles hat seine erste realistische Form verloren. Da ist kein Tisch, um den her die Gläubigen sitzen, sondern ein Altar, der von der Gemeinde bei aller Nähe, wie sie sich aus der jeweiligen räumlichen Gestaltung ergeben mag, doch abgerückt ist. Am Altar steht der Priester, ihm gegenüber als Gemeinde zusammengefasst die Gläubigen. Auf dem Altar sind nicht Schüsseln und Krüge und Teller und Becher, das ganze Gerät ist zusammengezogen in die Patene und den Kelch. Und die haben selbst eine Form, die sie von den Dingen des täglichen Gebrauches scharf abhielt. Den Gläubigen aber wird die heilige Speise in einer Weise gereicht, die den Vorgang vom täglichen Vorgang des Mahles sehr schroff unterscheidet. Und was die heilige Speise selbst angeht, so ist sie derart vom täglichen unterschieden, man möchte fast sagen entsinnlich, dass man sogar von der Gefahr sprechen könnte, die Gestalt der Speise des Brotes sei zu sehr zurückgedrängt. Später schreibt Romano Guardini dazu im gleichen Werk: Der Gläubige hat aber eine wichtige Aufgabe, aus dem, was da geschieht, das Eigentliche herauszuschauen. Er muss im Altar den Tisch, im Priester den Herrn der Gemeinde, in der Hostie das Brot und im Kelch den Becher sehen. Er muss in der sakralen Handlung mit ihren streng geregelten Worten das Mahl erblicken. Nicht einfach eine geheimnisvolle Feier mit Gebeten, Gesängen, Lesungen, Handlungen, der Weihe und der Darbringung und so weiter vor sich sehen und mit frommem Gefühl begleiten, sondern die Übersetzung lesen, die da stattgefunden hat. Worin besteht die Grundgestalt der Messe? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Es ist die eines Mahles. Und dann sagt er schließlich, das Mahl ist also seine klare Gestalt. Hinter ihm aber steht nicht als Gestalt, sondern als Wirklichkeit, als Quelle, als Voraussetzung das Opfer. Was will das sagen? Als Quelle, als Voraussetzung. Geschieht hier das Opfer noch? Oder ist das Opfer nur die Idee, die zu dieser Feier geführt hat? Das erfüllt sich in der Stiftung des Herrengedächtnisses. Diesem Gedächtnis gibt er die Gestalt des heiligen Mahles, vorbereitet durch das Paschamahl. Überhaupt ist seine Betrachtungsweise der heiligen Liturgie sehr, sehr oberflächlich. Man erkannte Ende der 30er Jahre bereits genau, um was es ging. Damals entfachte sich bereits ein Kampf innerhalb der Theologen. Und dieser Kampf war nicht nur gezeichnet von Fragen der heiligen Liturgie, es ging um Glaubensfragen.
Und wenn wir zum Beispiel das Problem aufwerfen, was stand bei Romano Guardini dahinter, dass er an diesen Punkt anlangte, so ist sehr interessant, einen kurzen Abschnitt aus einer Rede sich vor Augen zu stellen, die Ernst Heves am 12. Dezember 1968 in einer Gedenkstunde im Liturgischen Institut in Trier für Romano Guardini gehalten hat. Das sagt Ernst Heves. Hierher gehört, was vor 2 Jahren erst geschah, in einem Gespräch, das ein Freund mit dem über 80-Jährigen und Kranken hatte, kam die Rede auf das letzte Gericht. Guardini sagte, er werde sich im letzten Gericht nicht nur fragen lassen, sondern auch selber fragen. Er hoffe in Zuversicht, dass ihm eine Antwort nicht versagt bleibe auf die Frage, die ihm kein Buch, kein Dogma, kein Lehramt habe beantworten können. Warum Gott zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld? Wir müssen uns fragen, hat wirklich kein Dogma, kein Lehramt diese Frage beantwortet? Warum Gott zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld? Ist nicht die katholische Lehre über den Urzustand des Menschen, über den Sündenfall und über die Erbsünde eine klare Antwort auf diese Frage? Romano Guardini hat doch diese Dinge studiert als junger Theologe. Wie kommt er dazu, noch 2 Jahre vor seinem Tod solche Frage aufzuwerfen? Hat er die Erbsündenlehre noch verstanden? Wenn er sie nicht mehr verstanden hat, konnte er auch das Kreuzopfer Jesu Christi nicht verstehen und auch die Heilige Messe nicht mehr. Dieser Kampf unter den Theologen in Deutschland nahm dann erhebliche Ausmaße an. Der Pater Max Kasipe hat schon im Jahre 1939 ein Buch herausgegeben mit dem Titel Irrwege und Umwege im Frömmigkeitsleben der Gegenwart. Schon damals zeigt er die Missstände in der sogenannten liturgischen Bewegung auf und weist die liturgischen Experimente und so weiter in aller Deutlichkeit zurück. Im Jahre 1941 erschien das Buch Sentire cum Ecclesia mit dem Untertitel Ein dringender Aufruf und Weckruf an Priester, verfasst von dem hochwürdigen Pfarrer August Dörner, Direktor des Apostolates der Priester- und Ordensberufe in Burg Landershofen bei Ahrweiler. Und auch in diesem Buch wirft er die Problematik auf, die damals schon bestanden hat, und weist die sich ausbreitenden Irrtümer auch im Hinblick auf die Heilige Liturgie eindeutig zurück. Der bedeutendste Zeuge für die Krise, die damals schon herrschte, ist seine Exzellenz, der hochwürdigste Herr Erzbischof von Freiburg, Konrad Gröber. Im Jahre 1943, am 18. Januar, hat er ein sogenanntes Memorandum verfasst. Und zwar hat er dieses Memorandum gerichtet an den hochwürdigsten großdeutschen Episkopat. Damals, Sie wissen, gehörten zu den deutschen Bischöfen auch die Bischöfe von Österreich. Deswegen diese Formulierung. Und neben vielen anderen theologischen Irrtümern verurteilt er auch die Überbetonung des allgemeinen Priestertums der Gläubigen, mit dem das sakramentale Priestertum
immer mehr herabgesetzt wird. Er verteidigt damals schon die stille heilige Messe gegen entsprechende Angriffe. Man griff die stille heilige Messe mit Entschiedenheit damals bereits an. Dann verurteilt er die Behauptung, die heilige Messe sei ein Mahlopfer und ein Opfermahl, wobei er unter anderem auch Romano Guardini erwähnt. Da sagt der Erzbischof Gröber, der von mir sonst sehr geschätzte Romano Guardini glaubt sogar, dass man ohne die Wiedereinführung des Mahles und der zwei Gestalten nicht auskomme. Man erkennt aus dieser Bemerkung auch, wie weit die Neuliturgiker ihre Ziele sich stecken und welche Wirrungen und Irrungen wir innerhalb der Kirche noch zu gewärtigen haben. Überhaupt hat der Erzbischof Gröber damals schon Tendenzen vorausgesagt und ihre Früchte gesehen, die erst heute reif geworden sind. Dann weicht er das Bestreben zurück, die Gemeinschaftsmesse pflichtgemäß zu machen. Das alles hatte nämlich die Tendenz, die Aktivität der Gläubigen in der Liturgie auf das äußere Mittun zu versteigern. Und die direkte Antwort auf dieses Manifest vom Erzbischof Gröber war dann in der Tat die Enzyklika vom Heiligen Vater Pius XII, Mediator Dei, von 1947. Der damalige Erzbischof von Breslau, Kardinal Bertram, hat am 10. April 1943 einen Brief geschrieben, und zwar als Bericht des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, er war als solcher tätig, an Papst Pius XII. Und in diesem Schreiben versucht er, Papst Pius XII. Weiszumachen, dass alles in Ordnung sei, schreibt er wortwörtlich. Und er fordert dann im Schlusswort Papst Pius XII. Auf, dass Papst Pius XII. Die liturgische Bewegung in seiner Antwort nicht kritisieren möge, sondern dass er die Priester, die am Heil der Seelen arbeiten, loben solle. Daraufhin hat sich der Erzbischof Gröber in einem Schreiben vom 21. April 1943 an Kardinal Bertram gewandt und sagt dann ausdrücklich: Von vornherein erkläre ich, dass ich mit dieser Antwort an den Heiligen Stuhl in ihrer Ganzheit nicht einverstanden sein kann und dass deswegen auch der darin vorkommende Ausdruck der deutsche Episkopat mich selbst nicht umfasst. In Wirklichkeit enthält das Schreiben auch keine erschöpfende Kennzeichnung der derzeitigen liturgischen Lage in den einzelnen Diözesen. Es erweist sich vielmehr als eine nicht bloß schonende Behandlung, sondern als liebevolle Inschutznahme der neuzeitlichen liturgischen Bewegung. Wie bereits gesagt, Papst Pius XII. Hat gemäß dem Geiste des Erzbischofs Gröber in der Enzyklika Mediator Dei entschieden. Durch diese Enzyklika hat der Heilige Vater Pius XII. Zwar das offene Ausbrechen der Missstände in der Heiligen Liturgie verzögern können, aber nicht mehr verhindern und nicht mehr ausmerzen können. In diesem Zusammenhang ist dann zu erwähnen, dass fortan der Aufbruch zur neuen Messe massiv geschah unter dem Schutz der deutschen Bischöfe. Dennoch ist in Rom eine Person in diesem Zusammenhang besonders zu erwähnen, Annibale Bonini, geboren 1912, gestorben im August 1982. Im Jahre 1948 war dieser Annibale Bonini Chefredakteur
der Vatikanischen liturgischen Zeitschrift Ephemeritus Liturgicae. Und damals hat Annibale Bonini in dieser Zeitung einen sehr interessanten Artikel geschrieben, also schon vor 40 Jahren, der uns aufzeigt, dass Annibale Bonini schon damals das Konzept einer ganz neuen Messe im Auge hatte. Dieser Artikel aus Ephemeritus Liturgicae wurde dann in der Zeitschrift Bibel und Liturgie von Kloster Neuburg, herausgegeben von Pius Pasch, im Jahr 1949-50 abgedruckt. Und da schreibt Annibale Bonini unter anderem: Seit kurzem sind häufige Erörterungen über eine eventuelle Reform der liturgischen Bücher, besonders des römischen Breviers, veröffentlicht worden. Es sind berechtigte Wünsche vorgebracht worden, denen neuere Forschungen und Ausgaben liturgischer Texte günstig zu sein scheinen. Jetzt aber ist es notwendiger, statt von irgendeiner Reform, besonders des Breviers, richtiger von einer Generalreform zu sprechen, wie auch Papst Pius X. Im Auge hatte. Was den Vorrang der besten Kodizes und der alten Denkmäler anbelangt, so ist, wenn auch noch ein weiter Weg zu machen ist, doch schon ein Stück Weg zurückgelegt worden, so dass nun jene nicht mehr eines frevelen Wagnisses beschuldigt werden können, die sich neuerdings an den Beginn dieser Reform gewagt haben. Er verteidigt also diejenigen, die willkürlich herumexperimentiert haben. Und dann sagt er weiter: Daher haben die Herausgeber der Ephemeritis zu Beginn des vergangenen Jahres an ihre Mitarbeiter und die Freunde der Liturgie diese Bitte gerichtet, Verbesserungen, Wünsche und Vorschläge sorgfältig zu sammeln und schriftlich mitzuteilen. Diese Antworten fassen wir nun in einer Auswahl zusammen und bringen sie zur öffentlichen Kenntnis. Es drängt uns außerdem, sagte später, zu bemerken, dass wir vorläufig die Resultate des Volksentscheides nur für die Fragen geben, die sich auf die allgemeine Formulierung einer mutmaßlichen Reform und auf das Brevier beziehen und die Fragen bezüglich der anderen liturgischen Bücher auf eine spätere Zeit verweisen. Vorerst ein Wort über den Titel dieser Abhandlung, schreibt Annibale Bonini. Wir haben gesagt, allgemeine Reform. Kann man tatsächlich gegenwärtig an eine bloße Teilreform denken, zum Beispiel des Breviers, um auf einen mehrfach erörterten Punkt hinzuweisen, ohne sich um die anderen Teile der Liturgie zu kümmern, um das Missale, das Rituale, das Pontifikale, das Kirchenjahr und so weiter? Wir glauben nicht. Gegenwärtig also ist die Liturgie ein Mosaik, oder wem es besser gefällt, sagte er dann später, ein altes Bauwerk, aber im gleichen Artikel sagte es. Gegenwärtig also ist die Liturgie ein Mosaik, oder wem es besser gefällt, ein altes Bauwerk, nach und nach aufgeführt in verschiedenen Zeiten, mit verschiedenem Material und von verschiedenen Händen. Will man nun den einen oder anderen Teil wegnehmen oder ändern, so beginnt der ganze Rest abzubröckeln oder mit dem erneuten Teil nicht mehr übereinzustimmen. Das ist seine Erklärung, so sieht er die tridentinische Messe. Auch Pius X. Hatte tatsächlich die Absicht, stufenweise zu einer allgemeinen Reform zu gelangen, schreibt er. Dann sagt er einige Zeilen später: Es muss aber hinzugefügt werden, dass manche Probleme auf pastoralem Gebiet, die sich damals kaum bemerkbar zu machen begannen, heute einen solchen Umfang angenommen haben und so brennend geworden sind, dass sie nicht zur Kenntnis nehmen oder sie nicht beachten oder sie keiner Lösung zuführen wollen. Das Gleiche wäre, wie die Liturgie das lebendige Gebet der Kirche zur Unfruchtbarkeit und zu einer unfruchtbaren Veralterung zu verdammen. Daher meinen wir, dass eine liturgische Reform entweder eine allgemeine sein oder aufhören muss.
weil sie keinen zufriedenstellt, wenn man die Sache lässt, wie sie ist, mit ihren Mängeln, Widersprüchen und Schwierigkeiten. Er sieht in der tridentinischen Messe und in den Bemühungen, in den echten Reformbemühungen der Piuspäpste, Mängel, Widersprüche und Schwierigkeiten. In diesem Jahr ist in deutscher Sprache ein Buch herausgekommen, von Annibale Bonini selber verfasst, mit dem Titel Die Liturgiereform. Sie brauchen es nicht zu kaufen, es ist sehr, sehr teuer, 118 Mark. Vor einigen Jahren ist es bereits in italienischer Sprache erschienen, unter demselben Titel, La Reforma Liturgica. Und da schreibt dieser Annibale Bonini in diesem Werk, und zwar, die italienische Ausgabe erschien 1983. Im Laufe der Jahrhunderte ist jedoch gleichsam ein geistiger Riss entstanden zwischen dem Ritus und seinem theologischen Inhalt. Diese Tendenz hat einen Rückhalt gefunden im Konzil von Trient, das in den dogmatischen Dokumenten die Fragen behandelte, die sich auf die Lehre bezogen. Was sich jedoch auf Ritus und Zeremonien bezog, verschob es von einer Sitzung auf die andere und überließ es schließlich der Entscheidung des Heiligen Stuhles, zugleich mit der Reform der liturgischen Bücher. Diese Trennung überlebte die Jahrhunderte, fand Eingang in den Kodex des kanonischen Rechtes und ist noch heute lebendig in der Kirchenordnung und in der Mentalität vieler Menschen. Annibale Bonini spricht hier von einem geistigen Riss zwischen dem Ritus und seinem theologischen Inhalt. Was ist für ihn der theologische Inhalt der Heiligen Messe? Annibale Bonini selber hat im Jahre 1965 einen Artikel geschrieben im Osservatore Romanum. Und in diesem Artikel des Osservatore Romano sagt dann Annibale Bonini unter anderem 1965. Es ist vor allem die Liebe zu den Seelen und das Verlangen, der Weg zur Einigung mit den getrennten Brüdern auf jede Art und Weise zu erleichtern, indem man jeden Stein, der auch nur weit entfernt wäre, ein Hindernis oder ein Unbehagen darzustellen, wegzunehmen, welche die Kirche ja auch zu diesem schmerzvollen Opfer der Trennung eben hingeführt hat. Also alles muss aus der Liturgie weggeschafft werden, was den getrennten Brüdern ein Stein des Anstoßes oder ein Hindernis sein könnte. Angesichts der Tatsache, dass die neue Messe sich als Mahl versteht, ist auch klar, wer mit diesen getrennten Brüdern gemeint war. Die Protestanten. Die Liturgie musste protestantisiert werden. Das war sein Anliegen. Und das Heilige Konzil von Trient hat genau dem gewehrt. Das Heilige Konzil von Trient hat, wie wir zu Anfang dieses Vortrages gesehen haben, eindeutig klar und klar herausgestellt, dass die Heilige Messe Opfer ist. Das Kreuz Opfer Jesu Christi selbst ist. Und was sehr wichtig ist, liebe Gläubiger, auch in diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, nicht in Bezug auf Annibale Bonini, sondern überhaupt auf das Verständnis des Kreuzopfers in der Heiligen Messe heute. In der Heiligen Messe wird das Kreuzopfer nicht gegenwärtig in der Weise, dass Christus im Zustand des Geopfertseins da wäre. Nicht so, dass Christus gegenwärtig wird als der Geopferte, der einmal geopfert worden ist, sondern in der Heiligen Messe geschieht das Kreuzopfer Jesu Christi tatsächlich und wirklich. Das ist sehr, sehr wichtig.
liebe Gläubige. Und zwar dies noch mehr angesichts der Tatsache, dass heute behauptet wird, Christus vergegenwärtige sein Kreuzopfer nicht als geschehen, sondern er werde als der Geopferte gegenwärtig und so sei das Kreuzopfer in dem Sinne ein Zustand in der Heiligen Messe. Zum Beispiel finden Sie eine derartige Auslegung in einem der Hauptwerke zur Verteidigung der neuen Messe, in dem Werk Die Messe von Emminghaus. Da sagt er, vielmehr wollte er nämlich Christus unter der Gestalt des Brotes und Weines als seines hingeopferten Leibes und vergossenen Blutes für uns und zur Vergebung der Sünden seiner Gemeinde gegenwärtig bleiben. Es ist wichtig also, diese Nähe zur Mahlgestalt der Eucharistie im Vollzug des Herrengedächtnisses zu beachten. Hinter und über dieser Gestalt einer Mahlstruktur steht aber immer die Realität des Opfers Christi und der Kirche, wobei Opfer zurückbezogen ist auf seinen eigentlichen Sinn als Hingabe und nicht primär auf den Vollzug eines Opferritus. So ist Christi Tod am Kreuz Realsymbol und letzte Konsequenz seiner eigenen lebenslangen gehorsamen Hingabe an den Willen des Vaters, die sein eigentliches Lebensopfer war. Und so weiter. So gesehen, sagte er kurz zuvor, ist das opfernde Tun dann nur mehr Symbol für die Lebenshingabe. Nur diese selbst ist also in sich das Opfer. Und der Heilige Vater Pius der V. hat sich genau an den Geist des Tridentinums gehalten. Und was in diesem Zusammenhang auch wichtig ist zu sehen, ist das so das. Der Heilige Vater Pius der V. hat ja keinen neuen Messritus herausgegeben. Dieser Ritus gilt, was den Kanon angeht, schon bis auf Papst Gelasius zurück. Im 6. Jahrhundert. Und auf den heiligen Papst Gregor dem Großen, auf seine Liturgiereform im Jahre 596. Und der heilige Papst Gregor der Große beruft sich in seiner Liturgiereform auf apostolische Tradition. Die Richtung war also klar. Der Protestantismus sollte im neuen Messbuch begünstigt werden. In diesem Zusammenhang ist auch nicht unerwähnenswert, dass seit 1948 Annibale Bonini in allen wichtigen Kommissionen war, die mit der Liturgiereform zu tun hatten. Im Anhang dieses Buches, herausgegeben von Annibale Bonini, werden alle Mitglieder aller wichtigen Kommissionen seit 1948 namentlich erwähnt. Annibale Bonini selbst führte als erster dann auch die neue Messe vor. Und zwar im Jahre 1967. Bei der Bischofskonferenz des Weltepiskopates in Rom. Und die Bischöfe stimmten darüber ab. Und damals wurde dann die neue Messe nach geringfügiger Überarbeitung eben 1969 von Papst Paul VI. Promulgiert. Am 9. Oktober 1958 starb Papst Pius XII. Am 28. Oktober 1958 wurde Papst Johannes der 23. auf den Stuhl Petri erhoben. Am 25. Juli 1960 gab Papst Johannes der 23. sein Motu Proprio, Rubricarum Instructum bezüglich Brevier und Missale heraus, und darin schreibt der Papst selbst: Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die grundlegenden Prinzipien betreffend die Liturgiereform den Vätern des künftigen Konzils vorgelegt werden müssten. Und es erschien das Liturgiedekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, und da geht es nicht mehr um einzelne Reformen, sondern
um eine grundsätzliche Neuüberlegung. Zum Beispiel heißt es dort im Artikel 21 des Liturgiedekretes, damit das christliche Volk in der Heiligen Liturgie die Fülle der Gnaden mit größerer Sicherheit erlange, ist es der Wunsch der Heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die Wege zu leiten. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen und so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann. In Artikel 25 heißt es, die liturgischen Bücher sollen baldmöglichst revidiert werden. Dazu sollen aus den verschiedenen Gebieten des Erdkreises Fachleute herangezogen und Bischöfe befragt werden. Und schließlich heißt es in Artikel 50, der Messordus soll so überarbeitet werden, dass der eigentliche Sinn der einzelnen Teile und ihr wechselseitiger Zusammenhang deutlicher hervortreten und die fromme und tätige Teilnahme der Gläubigen erleichtert werde. Deshalb sollen die Riten unter treuer Wahrung ihrer Substanz einfacher werden. Was im Lauf der Zeit verdoppelt oder weniger glücklich eingeführt wurde, soll wegfallen. Einiges dagegen, was durch die Ungunst der Zeit verloren gegangen ist, soll, soweit es angebracht und nötig erscheint, nach der altehrwürdigen Norm der Väter wiederhergestellt werden. Am 29. Februar 1964 setzte Papst Paul VI. Dann den Rat für die Ausführung der Konstitution über die Heilige Liturgie ein. Der Sekretär war Annibale Bonini, der Vorsitzende Kardinal Lercaro. Beide wurden in diesem Vortrag bereits erwähnt. Und jetzt ging es Schlag auf Schlag. Am 26. September 1964 gestattet der Rat den wahlweisen Gebrauch der Landessprache bei allen Riten mit Ausnahme der Präfation und des Kanons der Messe und die Abschaffung des Psalmes Judicami. Am 4. Mai 1967 erscheint die Instruktion Tres ad hinc annos mit der Erlaubnis, auch den Kanon der Heiligen Messe laut und in der Landessprache zu beten. Bis dann 1969 jetzt die Apostolische Konstitution erschien und die neue Messe promulgiert wurde. In diesem Zusammenhang ist nicht unerwähnenswert, dass im Jahre 1794 der heilige Vater Pius VI. In der Bulle Auctorum Fidei die Synode von Pistoia verurteilte und auch in ihren liturgischen Bestrebungen. Die Synode von Pistoia war eine der Bewegungen in der Aufklärungszeit, um schon damals, Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die Heilige Liturgie zu protestantisieren. Auch in Deutschland gab es Bestrebungen unter Vitus Anton Winter, Pfarrer Bracher, und es gab auch sehr negative Tendenzen damals schon unter dem Generalvikar der Diözese Konstanz von Wessenberg. Und der Heilige Vater Pius VI. Schreibt dann im Hinblick auf die Räubersynode von Pistoia, wie sie auch genannt wird, Folgendes. Er sagt, dass die Forderungen, man müsse die Riten vereinfachen, alles in der Landessprache beten und alles laut beten, dass diese drei Forderungen, sagt er wortwörtlich, die Versammlungen der Herediger begünstigen. Und alle drei Dinge sind in der neuen Messe mehr oder weniger zum Durchbruch gekommen. Liebe Gläubige, ich möchte schließlich noch kurz einfach aufzählen die Hauptpunkte, um deren wegen wir die neue Messe ablehnen. Wie bereits zu Anfang gesagt, es sind nicht ästhetische Gründe. Wir lehnen die neue Messe nicht ab, weil sie weniger schön und die alte mehr schön wäre. Wir lehnen auch nicht die neue Messe ab, weil sie in der Volkssprache gefeiert wird oder werden kann. Die neue Messe kann auch Latein gelesen werden, obwohl das Latein eine große Bedeutung hat. Sondern wir lehnen die neue Messe ab aus Glaubensgründen. Die neue Messe setzt den Glauben an die leibliche Gegenwart Christi zurück. Das ist in diesem Vortrag aus den Einführungstexten einmal kurz angeklungen.
Sie lässt in den Hintergrund treten die Tatsache, dass hier das Kreuzopfer Jesu Christi sich ereignet und vor allem der Sühneopfercharakter ist fast verschwunden. Die neue Messe macht aus dem Priester als einem Mittler einen Vorsitzenden der Gemeinde und spielt ihn mehr oder weniger auf die Ebene des Volkes doch herab. Und schließlich ist die neue Messe, so versteht sie sich selbst, auf das Volk mehr oder weniger hingeordnet, im Wesentlichen auf das Volk, während die alte Messe und die heilige Liturgie in der ganzen Kirchengeschichte bis dahin das höchste Werk der Anbetung Gottes ist. Das ist der eigentliche Inhalt der heiligen Messe, die Anbetung Gottes. Aufgrund dieser Tatsachen müssen wir die neue Messe ablehnen. Und zwar in aller Entschiedenheit. Liebe Gläubige, die neue Messe ist von solcher Tragweite, dass von allein in sich betrachtet dieser Missstand ausgereicht hätte, unseren hochwürdigen Erzbischof zu diesem Schritt der Bischofsweihe zu zwingen. Denn das heilige Messopfer hängt vom Priester ab. Von einem Priester, der entschlossen ist, der Tradition der heiligen Kirche treu zu bleiben und es im Geist des katholischen Glaubens zu feiern. Und es könnte jemand einwenden, lassen Sie mich noch diese kurzen Bemerkungen machen. Sie sind ja schon in den Worten des Herrn Wagner angeklungen, dass die Bischofsweihen als solche unmöglich seien. Erstens ist es so, dass sich bis ins 12. Jahrhundert hinein, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die Päpste gar nicht in die Festlegung der Kandidaten zur Bischofsweihe eingemischt haben. Das war Sache des Metropoliten, des Patriarchen oder wie die Erzbischöfe, die Oberhäupter mehrerer Bischöfe in einem größeren Sprengel auch hießen. In Afrika hießen sie Primates. Zum Zweiten ist Folgendes nicht unerwähnenswert, dass der hochwürdigste Erzbischof ja Weihbischöfe geweiht hat und keine Diözesanbischöfe. Also solche, die keine ordentliche Lehr- und Jurisdiktionsgewalt für sich beanspruchen. Eine ordentliche Lehr- und Jurisdiktionsgewalt kann nur vom Papst kommen. Aber diese üben ja unsere Bischöfe gar nicht aus. Und auch in dieser Weise war ihre Ernennung nicht vom Papst dogmatisch gesehen notwendig. Und schließlich möchte ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen, was keinen theologischen Grund darstellt, aber dennoch nicht unerheblich ist. Es war für mich unvorstellbar, schon seit längerer Zeit, dass der liebe Gott gerade in einer solch entscheidenden Stunde der Kirchengeschichte, wo es auf das Ganze geht, zur Rettung des heiligen Glaubens, in einer so wichtigen Sache, gerade diesen Bischof einen so entscheidenden Fehler machen lassen soll, der den katholischen Glauben aufrechterhält und das Weiterbestehen der Tradition schon seit Jahren mit dieser Entschiedenheit sichert. Wer kann sich vorstellen, dass das mit der göttlichen Barmherzigkeit vereinbar ist? Ich sage mit der göttlichen Barmherzigkeit, der liebe Gott braucht keinen von uns. Er braucht auch Ansichten hochwürdigen an Erzbischof nicht. Aber wenn der liebe Gott einen Menschen gebraucht und er hat den hochwürdigen Erzbischof offenbar zu seinem Werkzeug genommen, das haben die letzten Jahrzehnte bewiesen, dann ist es unvereinbar mit der göttlichen Barmherzigkeit, dass plötzlich, ohne dass der hochwürdige der Herr Erzbischof von seiner moralischen Integrität abgewichen wäre, der liebe Gott ihn fallen lässt. Davon können wir nicht ausgehen. Und daher ist es wichtig, liebe Gläubige, dass wir zum hochwürdigen Erzbischof stehen, und zwar aus sachlichen Gründen, wenn wir auch allen Grund haben, zudem noch eine große persönliche Verehrung zu ihm zu haben. Und wenn eine gewisse Verwirrung in der Tat vorhanden ist, so bedenken Sie auch, dass in früheren Zeiten der Kirchengeschichte die Probleme in ihrem theologischen Wert, in ihrer theologischen Abmessung nicht schon zur Zeit der Krise aufgearbeitet worden
wären, so dass sie für jedermann erkennbar gewesen wären. Aber das gläubige Volk hat sich stets an Persönlichkeiten gehalten, von denen das gläubige Volk wusste, dass diese Persönlichkeiten den katholischen Glauben in seiner Vollständigkeit vertreten und auch den katholischen Glauben leben. Und Gott, der liebe Gott, hat uns im hochwürdigsten Erzbischof Marcel Lefebvre eine solche Persönlichkeit als Leitbild und als Wegweiser geschenkt. Und dafür haben wir allen Grund, dem lieben Gott dankbar zu sein. Wir wollen nur noch gemeinsam beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm stehen wir, Heilige Gottes, zu dir ein, dass wir nicht unsere Gebete an deinen Händen, sondern wir uns wieder erschreckt und alt gemacht. Und so würde ich unsere Geistigen fragen, unsere Frau, unsere Mütter, unsere Fürsprecherin, dass sie uns mit deinem Sohn empfiehlt, mit deinem Sohn. Bitte für unsere heilige Gottesgebärerin. Herr, gib allen Verstorbenen des Gläubigen ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Ich gebe Ihnen noch den Segen für Ihre Heimreise. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedictio Dei omnipotentis. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat sub vos et mania semper. Amen.